Der Kern ist eigentlich der, dass all die Auffälligkeiten, die wir auf der Weltbühne sehen, was ist der Zweck des Ganzen? Geht es nur darum, einige Leute reich zu machen oder geht es da eigentlich darum, eine größere Agenda zu fahren? Die Vorstellung, dass uns, sagen wir mal, die Erde oder die Realität, in der wir leben, dass die zyklische Transformationsprozesse hat. Das ist kein Weltuntergang, aber das ist zumindest mal ein Hochkulturkiller. Die Korrelation, die ich gezogen habe, ist die, dass ich davon ausgehe aus all den Quellen, dass gewisse Kreise, elitäre Kreise, darüber Bescheid wissen und wissen, dass wir eventuell in naher Zukunft genau auf so ein transformatives Ereignis zusteuern. Dass diese Dinge im Äußeren eigentlich nur Vorbereitungen sind, die verschleiert sind, um das Kollektiv in diese Phase hineinzuführen. Ja, hallo, willkommen bei Infrarot im Gespräch. Heute haben wir Christian Köhlert im Programm. Christian Köhlert hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Namen Die Phönix-Hypothese. Darin vertritt er ziemlich provokante Sichtweisen und Interpretationen des Weltgeschehens. Und das fand ich so interessant, dass ich mir überlegt habe, darüber müssen wir mal reden. Jetzt ist er hier. Hallo, Christian. Hallo Markus, danke für die Einladung. Du hast ein Buch geschrieben, Die Phönix-Hypothese. Darin kümmerst du dich eigentlich, ich fasse es mal zusammen, um dich sozusagen zu einem Statement zu animieren. Da fasst du im Grunde oder du interpretierst die Ereignisse auf der Bühne des Weltgeschehens praktisch neu und unter anderem Vorzeichen. Vielleicht kannst du kurz mal umreißen, was ist die Kernthese der Phönix-Hypothese? Der Kern ist eigentlich der, dass all die Auffälligkeiten, die wir auf der Weltbühne sehen, ja, also mit 2020, das fing mit der Pandemie an, wo es verschiedene Thesen gibt, kam das aus dem Labor, ist das von Anfang an geplant, ist das mit der Gentherapie, war das auch schon länger in der Planung und was ist der Zweck des Ganzen? Geht es nur darum, einige Leute reich zu machen oder geht es da eigentlich darum, eine größere Agenda zu fahren? So, und bei all den Erklärmodellen, die da im alternativen Sektor zirkulierten, da fehlte mir immer so ein Thema, mit dem ich schon recht früh in Resonanz gegangen bin. Und das ist die Vorstellung, dass uns, sagen wir mal, die Erde oder die Realität, in der wir leben, dass die zyklische Transformationsprozesse hat. Und um es mal ganz grob runterzubrechen, ist es so, dass man in der Geologie, da gibt es das gegenwärtige Paradigma, was von der normalen Lehre als, ich glaube, Aktualismus, der englische Begriff nennt sich Uniformitarianism. Ja, also, dass Veränderungen immer gleichförmig passieren und so, ja, in der Geologie sich alles gleichförmig entwickelt, in der Vergangenheit auch jetzt. Und dann gibt es eben die andere, das Gegenstück dazu, das heißt Katastrophismus. Das heißt, es klingt erstmal nicht unbedingt etwas, womit man sich tiefer beschäftigen möchte. Aber da ist sozusagen die Theorie da, die meines Erachtens viel mehr Sinn ergibt, dass zyklisch die Erde sich transformiert. Ja, das ist kein Weltuntergang, aber das ist zumindest mal, so wie ich das verstehe, ein Hochkulturkiller. Ja, weil wir wissen, da gab es schon verschiedene Hochkulturen, die ein hohes mathematisches Verständnis hatten, auch ein hohes, die zumindest mal Steine stapeln können, konnten, wie wir es bis heute nicht nachvollziehen können. Ja, große Pyramide, Nummer, aber Pumapunku, ja, also wo Steine verbaut sind von bis zu 800 Tonnen, ja, und die so präzise stapelt sind, ist da nicht mal ein Blatt Papier dazwischen passt. Also da gab es Hochkulturen und es gibt natürlich geologische oder geophysikalische Erkenntnisse, die wir hatten, die alle eigentlich auf einen Punkt hindeuten, dass die Erde sich zyklisch transformiert. Und die Korrelation, die ich gezogen habe, ist die, dass ich davon ausgehe aus all den Quellen, dass gewisse Kreise, elitäre Kreise, darüber Bescheid wissen, dass sie sich denken können, dass das nicht nur also die Mittel haben und die Forschungsarbeit, die vielleicht nicht unbedingt an die große Glocke gehängt wird, und wissen, dass wir eventuell in naher Zukunft genau auf so ein transformatives Ereignis zusteuern. Und dass eventuell all die
merkwürdigen und teilweise nicht ganz einfach den Zusammenhang zu erkennen zwischen den Krisen, die wir erleben, dass das eigentlich nur Werkzeuge sind, sozusagen das Kollektiv auf so einen Transformationsprozess vorzubereiten und alles so zu gestalten, dass man aus einer gewissen militärischen Sicht, sage ich es mal, also da, wo es darum geht, Schaden abzuwenden und möglichst sich gut auf so ein Ereignis einzustellen, dass diese Dinge im Äußeren eigentlich nur Vorbereitungen sind, die verschleiert sind, um sozusagen das Kollektiv in diese Phase hineinzuführen. Das ist mal ganz grob. Also ich habe das erstmal als These hingenommen und habe mir dann eben angeschaut, was ist in der Vergangenheit passiert, was ist jetzt akut auf dem Schirm, was passiert da und könnte man da Rückschlüsse ziehen, dass das eventuell mit einer Vorbereitung, einer clandestinen, einer geheimen, verschleierten Vorbereitung, ob das damit zusammenhängen könnte. Und das ist letztendlich die These, die dahinter steht. Und die muss natürlich argumentiert werden. Und ich denke mal, das ist grob zusammengefasst, die Kernthese. Und die wollte ich eigentlich nur diskutiert haben. Also ich bin damit rausgekommen, habe gesagt, okay, das ist meine These, das sind die Zusammenhänge, die ich erkenne. Und jetzt kommt mal jemand her und sagt mir, an welcher Stelle ich da falsch abgebogen bin, welche Quellen ich jetzt hier nicht ernst nehmen darf, aus Grund den und den und den Fakten, die dagegen sprechen. Und dass da zumindest mal eine Diskussion passiert. Weil mein Gefühl ist, dass sich doch in vielen Ebenen der alternativen Bewegung sich doch alles im Kreis dreht und letztendlich so an Phänomenen wie doof sind denn bitteschön, unsere Politiker? Ja, da kann man sich ja ewig dran aufreiben. Oder wie schlimm ist denn jetzt die Gentherapie? Da kann man Jahre mit verbringen. Oder wer ist jetzt schuld am Krieg in der Ukraine? Ja, da kann man sich ewig These gegen These, ja, mit zerpflücken. Aber das größere Bild, dass es eventuell da einen Zusammenhang gibt, eine Korrelation. Da höre ich so selten jemanden drüber debattieren, zumindest in den Sachen, die ich überblicke. Und ich suche ja danach letztendlich, dass da auch jemand anfängt, die Dinge auch so zu erkennen. Du hast jetzt von einem Zyklus gesprochen oder einem Transformationszyklus oder wie auch immer man das sagen will. Also im Grunde ich sage mal, ein bisschen runtergebrochen aufs Rationale, eine zivilisatorische Kurve im Grunde. Das Aufkommen von Zivilisation und das Niedergang von Zivilisation haben ja auch immer eine Wellenbewegung beschrieben im Laufe der Geschichte. Was jetzt allerdings Neues, wenn man das Bild, sagen wir mal, sehr von oben sich anguckt, sehr große Kurven zieht. Ich sag mal, vor 2000 Jahren soll es ungefähr eine Weltbevölkerung gegeben haben von 136 Millionen. Ja, also dann waren es, ich war ums Jahr 1900 herum, hat neulich erst Helmut Schmidt in einer, oder also nicht neulich, aber hat Helmut Schmidt mal bei Maischberger gesagt, um 1900 herum waren es 1,5 Milliarden Einwohner auf diesem Planeten. Dann waren es 1985 bereits 5 Milliarden Einwohner und jetzt sind es über 8 Milliarden Einwohner. Also dieser Zyklus oder diese Zyklischkeit, die du beschreibst, die war ja wahrscheinlich noch nie an einem Punkt, wo so viele Menschen wie heutzutage auf diesem Planeten gelebt haben. Und natürlich muss es Leute oder wird es Leute geben, ganz zwangsläufig, die sich darüber Gedanken machen, wohin läuft das ganze Ding? Muss man das in irgendeiner Form versuchen einzuschränken? Können wir überhaupt noch so viele Menschen ernähren in der Zukunft? Und wenn ja, welche Mittel werden dazu benutzt? Geht das in die Richtung, die du versuchst zu beschreiben mit der Phönix-Hypothese? Wenn ich dich richtig verstehe, geht es letztendlich darum, also was so Daten angehen aus der Vergangenheit, ja, das kann man alles immer anzweifeln, weil es alles oftmals Hypothesen sind oder Hochrechnungen oder da wird etwas extrapoliert, ja, und auch was gerade Daten angeht aus der Vergangenheit, ja, die verschiedenen Methoden, die auf irgendwelchen Zerfall von
Elementen beruhen. Das sind alles so extrapolierte Dinge und die haben alle natürlich, wenn man tiefer hineinschaut, sagen wir mal Unschärfen, die zum Beispiel dadurch entstehen, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, durch kosmische Strahlung oder durch Sonneneruptionen und so, können solche Zerfallsprozesse verändert werden. Damit verändert sich Datierung und so weiter und so fort. Du meinst jetzt die Timeline für die C14, für den C14? Zum Beispiel, ja. Dass der halt, der C14-Zerfall nicht immer konstant gewesen sein muss. Wir können den also nicht zurück extrapolieren in die Vergangenheit mit der Annahme, dass es immer konstant gewesen ist, sondern du sagst, da kann es Ereignisse gegeben haben, die das beschleunigt oder verlangsamt haben. Ist nur ein Beispiel. Ist nur mal ein Beispiel, dass Datierungen und so weiter und die Methoden, mit denen die gemacht werden oder wie man einschätzt, wie viele Menschen an irgendeinem Zeitpunkt gelebt haben. Aber grundsätzlich, das mal nur mal zur Seite gestellt. Wenn ich dich richtig verstehe, geht es nur darum, dass wir natürlich schon es so ausschaut, als wenn wir eine einmalige Situation haben in der Menschheitsgeschichte, zumindest in der aufgezeichneten, dass wir uns jetzt hier auf 8 Milliarden zu bewegen oder bereits überschritten haben. Dass das natürlich schon, es ist kein exponentielles Wachstum, aber es ist auch kein lineares und dass damit natürlich gewisse Schwierigkeiten impliziert sind, die sich daraus ergeben, ja, wenn wir immer mehr Menschen werden und viele aus den aufsteigenden sagen wir mal Ländern wie China und so weiter, wenn die anfangen, denselben Lebensstandard zu frönen, wie wir das im Westen tun, das wird natürlich dann an irgendwelche Limitationen kommen, Verbrauch von seltenen Erden oder allein die Verschmutzung von Trinkwasser, gewisse bedrohliche Szenarien annimmt und dass das den Eliten klar sein sollte. Und natürlich habe ich dieses Szenario auch durchdacht. Es gibt ja auch sehr viele aus den elitären Kreisen, die eigentlich recht offen darüber sprechen, dass das ein Problem aus ihrer Sicht ist und dass man natürlich da reinwirken müsste, um das irgendwo zu limitieren oder gewisse Grenzen zu weisen. Ja, also diese Gedanke ist mir nicht fremd. Und letztendlich, als diese ganze Gentherapie aufkommt, war das natürlich auch die erste Hypothese, dass ich mir gedacht habe, es geht darum, sozusagen eine gewisse Problematik der Überbevölkerung, die natürlich von unterschiedlich wahrgenommen wird. Die einen sehen das als Problem, die anderen sagen, nee, wenn die Eliten nur anfangen würden, ihre Hände von gewissen Patenten zu nehmen, dann könnten wir hier auch weiter schön expandieren und all die Probleme, die wir hätten, die müssten nicht sein. Also da gibt es ganz verschiedene Sichtweisen auf die Dinge. Ich will nicht behaupten, dass ich da zu einem endgültigen Ergebnis gekommen bin. Aber ich habe natürlich, mein erster Ansatz war, warum passiert das? Warum wird hier eine Krise gemacht? Ja, Problem, Reaction, Solution. Es wird eine Krise gemacht, ein Problem geschaffen. Die Antwort ist oder die Reaktion ist natürlich Hysterie. Ja, alle wollen eine Lösung und die Lösung wird vom System geboten. Die Lösung war die Gentherapie. So, und alle sind natürlich total zerstritten darüber, ist das jetzt eine Lösung oder nicht. Ja, also Mainstream gegen die allgemeine Ansicht in den Alternativen. Und ich gehe davon aus, dass die alternative Sichtweise, die bestätigt sich für mich auch. So, und die Frage ist, warum wurde das gemacht? Geht es hier nur darum, dass sich Leute gesund stoßen wollten aus der Pharmaindustrie und das einfach das dauerliche Ergebnis ist, dass da jetzt mehr Menschen an der Impfung sterben als an der Pandemie, die es zu verhindern galt. So, dann muss man sich fragen, okay, wenn man die These vertritt, okay, das war kein Zufall und ich denke auch nicht, dass es ein Zufall war, weil die Planung einfach schon so lange vorausging. Also da kann ich aus dem im deutschen Sektor würde ich jetzt das Buch von Thomas Röper empfehlen, der darüber geschrieben hat und die ganzen Hintergründe aufgedeckt hat, seit wann das losging, seit wann die Leute in die entscheidenden Positionen gerückt wurden, die es erst ermöglicht haben, dass das der Rollout so smooth kam, dass die Gleichschaltung der Medien, dass das alles so wunderbar funktioniert hat, dass das mit der World Health Organization, dass die da das alles durchgelenkt haben. Ja, und die entscheidenden Spieler, wann die bereits an ihre Position gekommen sind, das passierte sehr, sehr, sehr früh. Und daher muss man davon ausgehen, das war geplant und dass der Stoff, der da ausgerollt wurde, dass der auch lange geplant war und nicht erst irgendwie in ein paar Wochen zusammengerührt wurde. Das ist für mich auch evident. So, ergo muss ich sagen, okay, wenn man das veranlasst hat, warum?
Okay, und die erste These, die einem dann natürlich kommt, ist, dass sich die elitären Kreise darüber Gedanken machen, was ist, wenn wir, dass die Weltbevölkerung, das Wachstum der Weltbevölkerung, wenn wir das nicht unkontrolliert lassen, dass eventuell dann Versuche oder Kriege um Ressourcen ausbrechen, die selbst, sagen wir mal, wo denn auch unser Status oder unsere Milliarden, die auf unserem Konto liegen, all unsere weltlichen Besitztümer auch in Gefahr geraten, weil das Gesamtsystem dann zusammenbricht. Das ist war für mich als erste initiale Theorie erstmal befriedigend, um zu verstehen, warum. Und das war für lange Zeit die naheliegendste Erklärung von meiner Seite, warum, sagen wir mal, das alles, also zumindest diese Krise um 2020 und die Pandemie und die Antworten, warum das so gemacht wurde. Aber irgendwas fehlte. Weil die meisten, also Gründe dafür sind ja nicht monokausal. Meistens gibt es ja mehrere Gründe. Exakt. Es gibt ein Ereignis und darauf springen dann verschiedene Interessensgruppen auf, die dann versuchen, da eben entsprechend ihre Dinge dran durchzusetzen. Wir haben natürlich viele statistische Auffälligkeiten, was Übersterblichkeiten betrifft oder Säuglingssterblichkeit, aber wir sehen ja jetzt zum Beispiel bei 5 Milliarden geimpften Menschen nicht wirklich, dass jetzt ein Massensterben stattgefunden hätte. Von daher weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja doch unorganisierter, als wir es uns vorstellen. Gibt es die Möglichkeit in deinem Gedankengebilde auch? Natürlich habe ich natürlich auch in dieser Richtung gespielt. Und teilweise sieht das im Äußeren auch genauso aus, aber ich tendiere grundsätzlich aus meiner Wahrnehmung heraus, das kann ich jetzt unmöglich in der Kürze objektivieren, aber ich gehe grundsätzlich in meiner Wahrnehmung aus, dass das Unorganisierte nach außen hin nur ein Schein ist. Genauso wie mRNA nur eine äußere. Erstmal etwas ist, worauf sich alle stürzen und worauf erstmal der Fokus liegt. Aber wesentlich interessanter und signifikanter ist meines Erachtens, wenn man sich damit beschäftigt, welche Nanotechnologie dort zum Einsatz kam. So, und wenn man sich das Fass möchte ich eigentlich gar nicht aufmachen, weil das wäre Müssen wir auch aufpassen, weil wir wollen es ja noch auf YouTube bringen. okay. Da ist das alles sehr. Ja. Okay. Ja, nee, dann lassen wir das Thema weg, aber ich kann grundsätzlich sagen, ich habe dazu auf meiner Webseite sind da ein paar gute Videos, die aus meines Erachtens signifikant sind. Im Rahmen der Phönix-Hypothese ging es auch gar nicht darum, jetzt hier irgendwo ein Massensterben zu initiieren. Na, das wäre viel zu auffällig. Und das, was da zum Einsatz kommt, ist noch wesentlich komplexer, als es in der Regel in den Massenmedien besprochen wird. Und mag nach außen hin unorganisiert aussehen. Und es mag jede einzelne Institution, die darin verwickelt ist, ihre eigene Agenda gehabt haben, warum sie mitspielen. Weil sie Geld verdienen können, weil sie jetzt forschen können, weil sie einen neuen Markt eröffnen, weil sie eh Angst haben wegen Überbevölkerung. You name it. Da gibt es verschiedene Beweggründe, warum verschiedene Institutionen, die wichtig dafür waren, mitgespielt haben. Manche einfach nur aus Macht und Kontrolle oder weil es Geld gestimmt hat. Okay. Aber die Agenda dahinter ist wesentlich komplexer und das ist auch der große Unterschied, dass in der Wahrnehmung der Alternativen, da gibt es immer noch diese Vorstellung von verschiedenen Ideologien und verschiedenen Spielern, die alle um Macht kämpfen. Das ist das Bild, was sich für die meisten ergibt. Und ich verstehe das. Ich habe das auch jahrelang so gesehen. Aber aus meiner Wahrnehmung komme ich immer mehr zu der Überzeugung, dass es eine zentrale Intelligenz gibt, die das größere Weltgeschehen steuert und das über These und Antithese macht. Ja, also auch diametral gegenüberstehende Ideologien benutzt, um, sagen wir mal, die Masse oder das Kollektiv zu steuern. Momentan, aktuell, weltpolitisch geht ja alles darum, was passiert in der Ukraine? Ist das tatsächlich ein Angriffskrieg von Russland oder ist es vielleicht eventuell ein Stellvertreterkrieg, der da geführt wird zwischen den Amerikanern und den Russen? Und wenn man das noch ein bisschen weiter spannen will, könnte man sagen, ist das eventuell eine Auseinandersetzung oder der Showdown zwischen Ost und West?
weil ja parallel auch noch andere Sachen ablaufen, die nicht kriegerisch sind, beziehungsweise nicht militärisch kriegerisch sind, nämlich die ganze Formation der BRICS-Staaten, die Überlegung, ob man extra Währung macht, die man sozusagen als Konkurrenzwährung aufbaut, dem Petrodollar gegenüber. Alle diese Dinge passieren ja auch gleichzeitig noch. Also man hat den Eindruck, um es nochmal kurz zu machen, dass im Grunde jetzt eine duale Welt, wenn man so will, ein neuer kalter Krieg, der Gefahr läuft, zum heißen Krieg zu werden auf dieser Welt, entsteht zwei neue Blöcke, die sich also auf vielen Ebenen bekämpfen. Ordne das mal ein, wie würde die Phönix-Hypothese dazu lauten? Ja, also was ich ja angedeutet habe, ist, dass aus meinem Paradigma her oder aus meinem Verständnis, so wie ich das persönlich wahrnehme, dass es hier immer um jegliche Dialektik geht, dass es eine zentrale Intelligenz gibt, die das Weltgeschehen steuert. Das ist, ich weiß, das ist für viele eine sehr abgefahrene Vorstellung, zumal wenn man schon persönlich auch investiert ist, emotional in die eine oder die andere Seite. Aber um das mal runterzubrechen aus so einer Art fraktalen Logik oder aus der Hermetik, wie im Kleinen so im Großen, fange ich mal mit einer kleineren Bühne an. Nehmen wir mal die deutsche Bühne. Ja, und dann nehmen wir mal zwei Polaritäten, die Nazi-Bewegung oder sagen wir mal die Rechtsradikale, so wie man das darstellt, die, früher durch NSU und solche Dinge, aber auch durch gewisse Parteienlandschaft geprägte Vorstellung, dass es da so nationalistische Bewegung gibt. So, und spätestens eigentlich durch die V-Mann-Skandale, eigentlich schon recht früh, wo man ja Leute des Verfassungsschutzes sozusagen da die radikalen Ansprachen gehalten haben und es eigentlich ganz normale Bürger waren, die das dann zur Anzeige gebracht haben. Und dann klar wurde, dass die, die da vorne gesprochen haben und die für die Radikalisierung gesorgt haben, ja eigentlich Leute vom Verfassungsschutz waren. So, und das kam immer wieder vor. Und spätestens, wenn man sich die ganze NSU-Skandal anschaut und das Massensterben an Zeugen, ja, die alle irgendwo, wo man nur noch, ja, je nachdem, wie tief man sich damit beschäftigt, aber schon ganz klar wahrnehmen kann, dass da Geheimdienste ihre Finger im Spiel hatten und nicht nur der Deutsche. Muss man doch sagen, dass, sagen wir mal, dass die rechte Bewegung doch massiv unterwandert ist und auch gefördert wird in ihrer Radikalität. Und das Gleiche kann man auch wiederum genau zum polaren Gegenstück der Antifa, ja, also Verfassungsschutz hat sozusagen die rechte Seite kontrolliert, die rechte Hand. Und die linke Hand wurde ja quasi, die wurde ja jahrelang auch finanziert vom Familienministerium. Ja, das ist, und dann gab es immer wieder Einzelpersonen, die auch irgendwo eine Staatsnähe hatten, die letztendlich auch letztendlich die Gangart der Antifa bestimmen. Bis heute. So, und wenn man da genau, das wird natürlich ab einer bestimmten Stelle unscharf. Aber das Bild, was sich mir dort ergibt, ist, dass letztendlich der Staat, wenn man das so möchte, oder die Strukturen des Geheimdienstes eigentlich die beiden polaren Extreme steuern, links und rechts, die sich auf der Bühne natürlich arg bekriegen. Der Vorteil ist, wenn man These, Antithese oder nur ein uneiniges Volk lässt sich regieren, so wie es Lenin sagte, ja, oder Lenin sagte ja auch, die beste Art, die Opposition zu kontrollieren, ist sie selbst zu führen. Ja, so, und genau dieses Prinzip wird da gemacht, weil nur über rechts und links kann man steuern. Und zwar These, Antithese, damit kann man seine Synthese synthetisieren. Und das sozusagen die Richtung vorgeben. Und Leute, die ausbrechen, die kann man entweder mit der Antifa auf den Pelz rücken oder mit der anderen Truppe. So, und das extrapolieren wir jetzt einfach mal hoch von der kleinen deutschen Bühne auf die kollektive große Bühne. NATO, der westliche Sektor gegen den Osten, China, Russland in Kollaboration irgendwo. Ja, wie fest man diese Dinge sieht. Und wenn ich da wenn ich das ernst nehme, was da auf der Bühne passiert, wenn ich nicht nur das konsumiere, was mir die Massenmedien geben, sondern wenn ich auch, sagen wir mal, die russische Seite verstehe, ja, dann kann ich da ganz schnell auch eine Meinung dazu haben, wer hier im Recht ist und wer hier nicht im Recht ist.
Aber man kann natürlich auch noch ein Stück zurückgehen und die Hypothese aufstellen, was ist, wenn dieses ganze Theater natürlich genauso nach demselben Prinzip verläuft, dass über These und Antithese hier eine größere Ordnung durchgedrückt wird. Und gewisse Indizien dafür gibt es durchaus, weil letztendlich es immer überstaatliche Strukturen gibt, die natürlich oft besprochen werden in alternativen Medien, ja, Bilderberger Council on Foreign Relations, trilaterale Kommission oder natürlich auch das Weltwirtschaftsforum mit Klaus Schwab. Ja, und man sieht das eigentlich ja auch so. Der Xi Jinping, ja, der wurde ja auch da geladen und der wurde ja auch hochgepriesen als Vorreiter von gewissen Ideologien, die letztendlich das World Economic Forum auch antreiben, die wiederum aber auch mit allen anderen Truppen recht gut verbunden sind. Und wenn man genau hinschaut, natürlich eigentlich aus meiner Perspektive das mittlere Management des Systems stellen. Ja, also die zumindest auf dem, ich denke, auf dem amerikanischen oder deutschen Sektor sollte klar sein, dass keiner von den Marionetten auf der politischen Bühne eine eigene Macht hat oder Kompetenz oder Intelligenz. Die tun nur das, was ihre Berater und letztendlich ihre vorgegebene Händler, was und je nachdem, ja, wissen ja, was war es, 2019 wurde von der Leyen nach Montreux zum Bilderberger eingeladen und kurz darauf ist sie auf magische Art und Weise EU-Präsidentin geworden. So, also, dass diese nicht demokratischen Strukturen letztendlich entscheidende Politiker und in der Tasche haben und Parteien, das sollte klar sein. Wie weit der Einfluss ist, da kann man sich natürlich diskutieren. Und irgendwann wird es natürlich wie in der Quantenphysik unscharf und da lässt sich auch Dinge schwer objektivieren. So, und allein an Beispielen Dinge oder diese Denkweise heranzuleiten, das kann sehr viel Raum in Anspruch nehmen und Leute würden nur sagen, ja, glaube ich trotzdem nicht, ich bin für Putin oder ich bin hier für die NATO, weil der Putin hat angegriffen. Ja, aber eigentlich ist es ja die NATO, die immer den Putin auf die Pelle gerückt ist und die NATO-Osterweiterung, Raketenabwehrschirm, was da nicht alles war. Ja, und dass diese ganze Ukraine-Krise natürlich von westlichen Nachrichtendiensten in die Wege geleitet wurde. Und dass diese Regierung in der Ukraine natürlich genauso frei ist wie die polnische Regierung von 33. So, Geschichte wiederholt sich da. Ja. So, dass wenn man das auf der Bühne ernst nimmt, dann kann man da natürlich eine Position beziehen und sagen, ich bin für die oder die Seite. So, und dann ist man emotional involviert. Und wo ich, sagen wir mal, mit dem Buch, ja, oder mit den Vorträgen versuche zu sensibilisieren, dass man sich selber emotional rausnimmt, nochmal einen Schritt zurückgeht. Und sich fragt, was wäre, dafür gibt es eben Indizien, was wäre, dass alles nichts anderes ist als so ein großes WWF-Wrestling-Match. Ja, heute ist ja Hulk Hogan gegen den, er war jetzt unbeliebt. Auf jeden Fall der IRS-Mann. Ja, das war der Steuerantreiber. Ja, den mochte niemand. Ja, so logischerweise war man auf der einen Seite, aber das Match, was da auf der Bühne stattgefunden hat, das war von vornherein, ja, die haben sich da durch den Ring geschleudert und sich vorher noch beleidigt. Aber das war alles Show. Und das Skript dafür war vorher schon geschrieben. Und es ging nicht darum, wer hier der bessere Wrestler ist, sondern es ging darum, die Leute zu entertainen, ihr Fokus und ihr Geld rauszuziehen, ja, und Merchandise zu verkaufen. Darum ging es. Eine gute Show zu veranstalten. Also, du hast ja angefangen mit einem nationalen Beispiel. Es gibt ja auch den berühmten Spruch, der linke und der rechte Flügel gehören beide zum gleichen Vogel, der damit fliegt, indem er mit diesen beiden Flügeln schlägt. Auf nationaler Ebene ist das ja auch relativ nachvollziehbar. Zum Beispiel in den, weiß ich nicht, angelsächsischen Ländern, da gibt es meistens zwei Parteien, zwischen denen oszilliert die Wählerschaft hin und her. Jeder darf 3, 4 Jahre lang Mist bauen, dann wählen sie wieder die anderen und glauben, dass es dann besser wird. Die machen es aber auch nicht besser, dann schwenken sie wieder zurück zu den Ersteren und so geht das viele, viele Jahrzehnte. Das ist nachvollziehbar und vor allen Dingen auch
deutlich. Aber ich sage mal jetzt so, auf großer weltpolitischer Bühne macht es doch schon ein bisschen mehr Probleme, sich vorzustellen, dass es sozusagen da im Grunde supranationale Organisationen oder Entitäten gibt, die praktisch beide Blöcke, also ich sage mal jetzt den westlichen Block und den asiatischen Block, östlichen Block, dass die sozusagen beide da in irgendeiner Form also nach beiden Seiten hin weisungsbefugt wären oder dass die genutzt werden. Welche Institutionen sind denn das? Kennen wir diese Institutionen oder sind das Dinge oder Institutionen oder Menschen, die nie in die Öffentlichkeit treten, aus deiner Sicht? Um es kurz zu fassen, ich denke nicht, dass das, was wir im Äußeren sehen, ein Klaus Schwab oder ein Putin oder ein Trump oder ein Biden, der eine spielt jetzt gerade hier die Kriegstrommeln, der andere die Trompete und der nächste spielt die Geige, um das größere Orchester zu machen. Aber die Orchesterleitung sitzt ganz woanders. Und dass diese Orchesterleitung nicht nur irgend so ein Kreis von alten grauen Männern ist, die sich darüber Gedanken machen, wo steuern wir die Welt hin, das sollte auch klar sein. So, und spätestens, wenn ich sage, okay, das sind jetzt hier kein Kreis von Menschen, dann ist natürlich, dann wird es richtig abstrakt, okay, was ist es dann? Sind das Außerirdische? Ist das ein höherdimensionales Wesen, eine höherdimensionale Intelligenz? Ist es vielleicht eine AI, wie schon immer da gewesen ist? Da wird es abstrakt und spätestens da würden die meisten Menschen auch aussteigen. Deswegen habe ich auch die Phönix-Hypothese recht materialistisch oder sehr konventionell bestrickt aus Dingen, die man objektivieren kann, und habe gesagt, okay, selbst wenn man sich nicht vorstellen kann, dass es da eine übergeordnete multinationale Ordnung gibt, die Intelligenz, die alles steuert, nicht jedes Detail, nicht jeden einzelnen Politiker mit jeder Aussage, die er trifft, aber die ganz groben und wesentlichen Punkte. Dann nehmen wir uns doch die Phönix-Hypothese vor und sagen uns, okay, kommen wir zum Anfang, stellen wir uns vor, dass dass all diese Quellen, die ich da kurz angeführt habe, die darauf hindeuten, dass es zyklisch zu einer Transformation gibt, dann haben wir doch ein ganz anderes Szenario. Da sagen wir, okay, es gibt hier ein zyklisches Veränderung. Das ist ein Problem für jedermann. Egal, ob du jetzt dieser Ideologie oder jener Ideologie frönst oder diesen Glauben oder jeden Glauben hast, dann sagst du, okay, no matter what, wir haben hier eine kollektive Herausforderung, der wir auch nur kollektiv begegnen können, die aber so gravierend ist, dass wir sie nicht an die große Glocke hängen können, weil sonst würden gewisse Panikmechanismen greifen und wie Menschen unter Panik reagieren, haben wir spätestens 2020 erkannt. Ja, also müssen wir das Klandestin von hinten rum steuern. Und wir müssen uns da zusammentun und einen gemeinsamen Plot entwickeln, wie wir uns optimal auf dieses Ereignis vorbereiten, weil dieses Ereignis geht an niemandem vorbei. So, und welche Fakten und Entschuldigung, in von welchem Ereignis sprichst du jetzt? ich rede von diesem zyklischen Transformationsprozess. Ja, also sagen wir mal ganz klar, das ist, wenn es ein Ereignis ist, was sich im Äußeren so darstellt, dass es Hochkulturen zurückgeworfen hat, ja, dass sie wieder teilweise Jäger und Sammler wurden. Ja, und allein nehmen wir mal ein nachvollziehbares Beispiel, was ich jetzt mal kurz anführen kann. Nehmen wir das Carrington-Ereignis. Ja, das war, wann war das? 1844, schlag mich jetzt auf die genaue Zahl. Das war diese offensichtliche Sonnenaktivität oder irgendwas, was Ja, da. genau. Das war dieser große der größte dokumentierte Solar Flare, der stattgefunden hat. Ja, und der letztendlich massive Erschütterungen in unserem Erdmagnetfeld erzeugt hat. Und unser Erdmagnetfeld ist lange nicht mehr das, was es damals 1800 irgendwas war. Das ist jetzt viel schwächer geworden. Es schwächt ab aufgrund der magnetischen Polwanderung. Und wenn so ein Nehmen wir jetzt, um das einfach runterzubrechen, um jetzt hier nicht die genauen Details, die ich jetzt in einem Buch aufschlage, aber einfach ein Szenario, was man nachvollziehen kann. Gehen wir davon aus, dass unsere Regierung wüsste, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, oder nicht eine Regierung, sondern ein übergeordnetes System weiß, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass in den nächsten 10, 20 Jahren so ein Carrington-Ereignis wiederkommt. Also ein massiver Solar Flare, der unser Erdmagnetfeld so rüttelt. Damals war das so, dass durch die induzierte Energie sozusagen, damals gab es Telegraphen,
Massen. Das war Hightech so dieser Zeit. Und da fing das Papierfeuer, weil die Energie induziert wurde. Ja, es gab überall Auroras und so weiter und diverse andere Nebeneffekte. Würde so ein Ding heute einschlagen, wo alles auf Feinstechnologie basiert, das würde massive, das würde so einen Rieseneinschlag haben, gerade die Supermärkte, wo alles On-Time-Delivery und so weiter funktioniert. Wenn dieses ganze Infrastruktur, diese feine, die auf Computerchips basierende Struktur, die wir heute haben, wenn die heute zusammenbricht und Menschen Dinge nicht mehr erledigen können ohne ihre Kreditkarte, dann haben wir Pandemonium in 3, 4 Tagen auf der Straße. Und das ist nicht etwas, was man so einfach beheben könnte. Okay? Weil wir einfach technisch sozusagen uns das Bein abgeschnitten wird. So, das ist jetzt nur mal ein ganz einfaches Beispiel, was nachvollziehbar kann, was man jederzeit bei Wikipedia von mir aus nachschlagen kann, was die Auswirkung von so einem massiven koronalen Masseauswurf sein kann, auf ein schwaches Erdmagnetfeld trifft. Und die Konsequenzen, die kann sich jeder. Ja, da muss man einfach nur mal gucken, was ist New York passiert, als da für 24 Stunden kein Strom war. Das ist zweimal passiert, meines Erachtens. Einmal ist es noch glimpflich abgelaufen und in den 24 Stunden das zweite Mal irgendwann in den 80ern. Da haben die Leute, da gab es 800, 600, 800 Brände, 1 Milliarde Schaden, die Leute sind amok gelaufen. Was da passiert ist in 24 Stunden ohne Strom. Und das muss man sich nur mal global vorstellen und dann extrapolieren auf Monate, vielleicht sogar Jahre, wie Realität denn aussieht und ob es dann noch Sinn macht, ob man oder darüber diskutieren kann, ob man jetzt Wähler von dieser Partei oder jener Partei oder mehr für die Russen oder dann zählen ganz andere Dinge. Dann geht es darum, eigentlich eine Kontinuität zu bewahren. Aber inwiefern siehst du die jetzigen Schritte, die jetzt passieren, aktuell sozusagen als Vorbereitung auf ein solch, ich sag mal, im weitesten Sinne destabilisierendes, zivilisatorisch destabilisierendes Ereignis? Ja, da kann man ins Detail gehen. Geh Also mal, grund. versuchen wir mal ein, zwei Details uns rauszu. Also, du sagst ja im Grunde, dass alle Dinge, die wir sozusagen vorgeführt bekommen, die Dualitäten, die hier aufgebaut werden, aber auch zum Beispiel die Angst vorm Klimawandel, vorm menschengemachten Klimawandel, alle diese Dinge sind ja dann im Grunde nach deinem Paradigma eine Vorbereitung auf solch Exakt. ein kataklystisches Ereignis. Ja. Nehmen wir den Klimawandel. Ich denke, bevor es zu diesem Ereignis kommt, wird es tatsächlich zu einem gewissen Phänomen hier auf der Erde kommen, wo sich Leute fragen würden, warum passiert das jetzt gerade? Das fängt bei Wetterphänomenen an, geht weiter bei Ausbrüchen von Vulkanen. Seismische Aktivitäten und so weiter und so fort. So, und gleich einen Meme, eine Idee, ein Konzept im Raum zu haben, Klimawandel, wir sind schuld, CO2, wir müssen da was machen. Natürlich ist das ein Thema, was man natürlich auch mehrfach nutzen kann. A, wenn gewisse Phänomene auftauchen, hat man gleich eine Schublade, wo man es reinpacken kann. Man hat sofort ein Lösungspaket, wir müssen alle dies und jenes machen. Das ist natürlich auch ein Kontrollmechanismus, ja, wie man die Massen kontrollieren kann, wenn man sie in einen gewissen Rahmen halten kann und so weiter und so fort. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, wieder Geld zu machen, Geld abzuzwacken in gewisse Fonds, um damit wieder gewisse Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen. Das ist jetzt ein schwieriges Beispiel, weil ich das nicht im Einzelfall jetzt objektivieren kann. Da habe ich gar nicht so viel drüber geschrieben, aber nehmen wir uns einfach die Entwicklung, sagen wir mal, seit 2001 mit dem 11. September, ja. Der 11. September war sicherlich nicht nur dazu da, gewisse Angriffskriege oder geostrategische Neuausrichtung der USA zu rechtfertigen. Da wurde auch eine ganze Menge Geld gemacht. Ja, das fing schon damit an, dass am 10. September Donald Rumsfeld da 2,3 Trillions, das sind Billiarden meines Erachtens, ja, genau, 10 hoch 12, nicht auffinden konnte.
Ja, und dann hat er gesagt, okay, das ist eine ganze Menge Geld, was da verlustig gegangen ist. Man hätte jedem Amerikaner irgendwie 7.000 Dollar auszahlen können, wenn man es gefunden hätte. Ja, so mal als kleinen Finanzanschub. Und man hat dann die ganzen Unterlagen ins Pentagon gebracht. Da saßen schon Experten dran, da sozusagen das Geld auffindig zu machen, die schwarzen Löcher. Ja, und genau da ist ja am nächsten Tag auch ein Flugzeug reingeflogen. Ja, wer da an Zufall glaubt, kann das gerne tun. So, nur mal ein Beispiel, wo Geld zur Seite geschaffen wurde und wo die Missing Links sozusagen gecuttet wurden. Genauso ging es ja dann weiter. Das Erste, was man dann eingeritten ist, war Afghanistan. Und Afghanistan hatte ja, die Taliban hatten ja zusammen mit der UN tatsächlich da so eine sehr restriktive Drogenpolitik, ja, wo kein Opium oder ähnliches mehr angebaut wurde. Und kurz darauf gingen die Felder wieder nach oben. Wenn man ein bisschen tiefer schaut, wer denn eigentlich der Karzai war und sein Bruder und wie die CIA involviert war in diesem ganzen Anbaugeschäft, dann stellt sich für mich am Ende eigentlich folgendes Bild dar, dass letztendlich der Krieg in Afghanistan natürlich nie darum geht, die Freiheit am Hindukusch zu verteidigen. Es ging auch nicht darum, die Taliban zu beseitigen. Es ging auch nicht darum, primär hier irgendwie Gerechtigkeit zu schaffen. Nein, es ging darum, ein riesiges Anbaugebiet zu übernehmen für Opium, weil kurz danach kam wieder 90% des Welthandels aus Afghanistan. So, und wer dort letztendlich dran verdient hat, war wieder das System. Ja, da braucht man nur, da gibt es verschiedene Publikationen, die schon im Vorfeld eigentlich, da gibt es sogar Unterhaltungsfilme, die davon erzählen, gewisse Einzelgeschichten, wie die CIA oder gewisse Nachrichtendienste sich im Drogengeschäft schon immer involviert waren. So, und was da an Trilliarden an Gelder zusammengeschafft worden, das ist unglaublich. So, und das läuft halt nicht auf irgendwelche Konten von irgendwelchen Regierungen, sondern es fließt auf schwarze Konten und das ist letztendlich Schritt Nummer eins. Wenn ich davon ausgehe, ich bin das System, ich habe so eine Art übergeordnete Macht, ich kann mit jedem von diesen einzelnen Marionetten reden und ihnen gewisse Grundanweisungen geben. Nehmen wir es einfach mal hypothetisch an. Ich bin mir bewusst darüber, dass in der nahen Zukunft etwas ansteht, was die gesamte Struktur resetten könnte, und zwar kosmisch induziert. Also der Great Reset tatsächlich nicht etwas ist, was der WEF macht, sondern etwas, was aus einem natürlichen Zyklus herauskommt. So, und ich kenne ungefähr die Parameter, auf was ich mich da vorbereiten muss. Dann kann ich alle zusammentrommeln und sagen, schaut, ihr steht alle mit runtergelassenen Hosen da. Also wir müssen jetzt hier ein gemeinsames Kasperletheater machen, um gewisse Vorbereitungen zu treffen. Das Erste, was wir brauchen, ist jede Menge Asche, ganz viel Geld. Und zwar, was nicht unbedingt auf Regierungskonten liegt, sondern was auf schwarzen Konten liegt, mit denen wir arbeiten können. So, und das ganze Finanzsystem ist eh darauf angelegt, irgendwie gegen die Wand zu fahren oder die Klippe runterzustürzen. Die Schulden werden immer größer, exponentiell. Und warum läuft das System so? Warum ist es so chaotisch? Natürlich, weil die Spitze weiß, dass es irgendwann sowieso ein Reset gibt, wo sowieso alles auf Null geschaltet wird. So, also wir haben unser Geld und ich habe verschiedene Beispiele angeführt, wie wirklich ganz, 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 ganz viel Geld zur Seite geschaffen wurde. Und viele, wer guckt, der sieht an jeder Ecke, wo Geld in irgendwelche dunklen Kanäle fließt. Selbst ein bisschen Geld kommt über den CO2 oder Handel durch irgendwelche Kanäle und diesen ganzen Wahnsinn den CO2 gemachten Klimawandel gerät auch in gewisse Kanäle. So, und das kann nicht alles akkumulieren, das kann nicht alles konsolidieren und das kann ich, damit habe ich erstmal ein Budget. Das nächste, was ich als System machen würde, wäre die absolute Macht mit diesem Geld, also ein Teil des Geldes, würde ich erstmal damit verwenden, natürlich die absolute Übermacht in den Medien zu haben. Das betrifft nicht nur, wir wissen, dass die Massenmedien, speziell im Westen, dass die alle durch dieselben Truppen gelenkt werden. Ja, da gibt es verschiedene Charts darüber, wie Bilderberg, Council on Foreign Relations und so weiter, welche Schlüsselpersonen innerhalb der Medienlandschaft, die kontrollieren, aber auch die alternativen Medien. Und das ist das, was ich auch massiv seit 2020 gesehen habe, dass die Massenmedien, weil immer mehr Menschen natürlich aufwachen, Auffälligkeiten auf der Bühne sehen, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Die Pandemie war eines der größten Steine des Anstoßes.
So, aber je mehr Menschen aufwachen, gleichzeitig polarisiert sich oder fragmentiert sich die alternative Medienszene in so viele unterschiedliche Einzelgruppen und die absurdeste Natur. Nehmen wir allein die ganze QAnon-Bewegung, ja, was eigentlich einem religiösen Narrativ folgt. Ja, also da ist irgendwie der Heilsbringer und wir müssen nur noch warten, eat Popcorn, enjoy the show und die Whiteheads und Trump werden das schon regeln. Das ist meines Erachtens eine Psy-Ops, erinnert mich an die Operation Trest, ja, der Russen damals nach der Oktoberrevolution, ja, wo man genau sowas auch aufgezogen hat, eine Fake-Bewegung, die Bolschewiken platt machen wollte, aber die wurde von den Bolschewiken halt selber gestellt, ja, so, um die Leute einzusammeln, die da noch eine Meinung hatten, ja. Aber man kann sie einfach lenken und man kann sie in einem gewissen Narrativen kreisen lassen, noch 2 Wochen und dann wird dies und jenes passieren. Passiert dann doch nicht, ja, da kam noch was. Wie auch immer, das ist nur ein Ausflug in die absurde Welt der vielen verschiedenen alternativen Narrative bis hin zu denen, die sich natürlich nur mit den äußeren Phänomenologien, ja, auf der Weltbühne beschäftigen, was geopolitisch gerade geht, wo ist der Stand der Panzer in der Ukraine, ja, welchen Zahlen dürfen wir trauen, sterben jetzt doch mehr Russen oder doch mehr Ukrainer, ja, okay, also dieses gesamte Medienlandschaft, die besteht eigentlich nur noch aus Ablenkung, Leute beschäftigt halten, Leute im Kreis drehen lassen mit immer neuen Narrativen, die auch immer gefüttert werden in diese alternative Medienlandschaft. Ja, teile und herrsche. Und das Darf ich größere mal kurz Bild. einhaken? Was wäre denn jetzt der Sinn oder die Motivation zum Beispiel des Ukraine-Krieges im Kontext deines Paradigmas der Phönix-Hypothese? Worauf sozusagen soll oder wie sollen die Leute praktisch mit diesem Konflikt, worauf sollen die vorbereitet werden oder welche Weichenstellungen können dadurch getätigt werden? Okay, ich hatte jetzt Schritt 1, Geldbeschaffung hatte ich schon angesprochen, ein paar Beispiele genannt, da kann man natürlich viel tiefer gehen. Schritt 2 ist die Übernahme der Medien. Okay, die Medien sind dafür verantwortlich, sagen wir mal, das, was auf der Weltbühne passiert. Viele dieser Ereignisse haben einen Sinn aus dem größeren Vorbereitung für den Reset. Das muss man aber verwaschen und das muss man möglichst so verspielen und mit verschiedenen anderen Diskussionsthemen die Leute damit beschäftigt halten. Niemals das größere Bild zu betrachten, niemals den Schritt zurückzumachen und die globale Situation zu betrachten. Die da wäre. So, Schritt 3. Die globale Situation ist, dass wir auf einen Reset zu steuern. Und zwar einen geophysikalischen Reset, so wie ich ihn ganz grob angeschnitten habe mit dem Beispiel als Analogie, aber das ist ein Element dessen, ja, dass die Sonne eventuell Aktivitäten machen könnte, die unsere gesamte technologische Infrastruktur von heute auf morgen wegpusten könnte. So, als Beispiel. Okay. So, jetzt haben wir Geld, jetzt haben wir die möglichst die Massen gut beschäftigt. Auch die, die ein bisschen weiter denken und die, sagen wir mal, dem Mainstream schon lange nicht mehr trauen, die beschäftigen wir natürlich auch mit Empörungsmanagement. Und dann haben wir das Dritte, ist natürlich, wir machen was ganz Konkretes für uns. Wir sagen, okay, wenn da so ein Reset kommt, dann müssen wir mal zumindest sehen, dass wir natürlich nicht alle retten können, ja, aus einer militärischen Sicht heraus, da müssen wir sagen, okay, wir müssen aber zumindest schauen, dass wir da so gewisse wichtige Schlüsselpersonen und Infrastrukturen und Vorräte und technologische Errungenschaften, dass wir die irgendwie absichern. So, und da sind unglaubliche Summen allein in sogenannte Dumps geflossen, ja, also Deep Underground Military Bases. Das ist recht gut dokumentiert. Da gibt es sehr viele auch Whistleblower. Und das ist jetzt
Die gibt es eigentlich weltweit. In den USA ist es am besten dokumentiert. Es gibt auch, was die Russen machen, da gibt es auch ein paar gute Dokumentationen. Was die Chinesen machen, ich denke, dass man auch diese Ghost Cities da mit reintun kann in die Liste der Vorbereitungsmaßnahmen. Genauso wie solche Sachen wie den Seed Vault, also den Samenbunker in Swartland, irgendwo in Norwegen. Ja, genau. So, ich denke, das ist auch nur ein Einzelbeispiel von verschiedenen Projekten, die auf demselben Level laufen. Das ist nur das Aushängeschild nach außen, um es nicht zu auffällig zu machen, wenn überall auf der Welt Samen eingesammelt werden. Okay, so, also ich sammle so die wichtigsten Sachen, die mir wichtig sind, die packe ich erstmal in den Untergrund. So, und das wäre erstmal, und das kostet auch jede Menge Kohle, und das muss man natürlich auch an offiziellen Budgets vorbeischleusen. Manche Dinge, jetzt haben wir natürlich eine Eskalation von kriegerischen Ereignissen. Jetzt muss natürlich jedes Land auch mehr Geld in die Rüstung stecken. Und Rüstung bedeutet in dem Sinne auch Prävention vor möglichen Eskalationen wie einem Atomkrieg. Also müsste man ja auch wieder, da kann man wieder von offiziellen Militärbudgets Bunker bauen, ja, ohne dass es zu auffällig ist. Wir haben ja einen guten Grund dafür. Ja, also viele Vorbereitungen, es wird ja nicht nur Geld ausgegeben für Jets und Panzer, sondern das ist ja nur, um die äußere Show zu machen. Ja, jede Menge Geld kann da auch in gewisse Vorbereitungen fließen, die auch in jedem anderen Ernstfall greifen würden. So, und also Bunker ist auf jeden Fall, und das haben auch schon die anderen Hochkulturen, wenn man da genau reinschaut, die vorigen Hochkulturen haben alle Bunker gebaut. Da gibt es viele Beispiele, in meinem Buch habe ich viele angeführt, was allein in Europa an Untergrundstrukturen, was da passiert, ist Professor Kusch. Die erste Anlaufstelle, die ich da empfehlen würde, der hat das hier in Europa sehr gut dokumentiert, auch in Asien. Und da sind Anlagen, die teilweise auf 30.000 Jahre zurückdatiert werden. Wo Hochkulturen, once again, ja, Datierung ist solche Sache. Ja, lass es nur 10.000 Jahre sein oder von mir aus 12.000 Jahre. Es ist kein Zweifel daran, dass weltweit unter sehr, sehr teilweise mit 18 Stöcke. Ja, allein was in der Türkei Göbekli Tepe, ja, was da an Untergrund steht, existiert. Und wie sophisticated, wie sagt man auf Deutsch, wie komplex und gut durchdacht die sind. Ja, und dass keiner mehr heute sagen kann, wer hat die überhaupt gebaut, weil die natürlich später noch durch andere Kulturen genutzt wurde. Und teilweise 18 Stöcke untereinander mit Frischwasserversorgung, also deine Frage natürlich, um da anzuschließen, was hat das jetzt mit dem Krieg zu tun? Okay, oder warum wird da ein Krieg inszeniert? Okay, ein Grund habe ich dir genannt. Es ist nicht immer nur ein Grund, warum irgendetwas gemacht wird. Eine Grund, den ich genannt habe, war der, dass durch so einen Krieg oder durch so eine offizielle Eskalation, die überall durch die Massenmedien natürlich auch getrieben wird, natürlich auch eine Bereitschaft da ist zu akzeptieren, warum mehr Militärausgaben stattfinden. Mit mehr Militärausgaben, da muss man ja nicht jedes einzelne Gewehr rechtfertigen, sondern das ist ja eh unter militärischer Geheimhaltung, wo die Gelder hinfließen. Wenn da diverse Schutzbunker für mögliche atomare Angriffe gebaut werden, dann wird da nicht unbedingt ein großes Schild aufgestellt oder durch die Zeitung das gejagt. Und der Einzelne ist sowieso zu sehr damit beschäftigt, seine Meinung zu bilden, wer jetzt der Gute und der Böse ist, dass er auf solche Details gar nicht achten würde. Ja, aber ich gehe davon aus, dass mit Militärbudgets massiv Vorbereitungen getroffen werden, die auch in allen jedem anderen Szenario als einem Atomkrieg fassen würden. Das meines Erachtens das Ziel, das endgültige Ziel oder eins der Ziele, warum der Krieg, und nicht nur hier, wir sehen das jetzt auch in Afrika, wir sehen auch, dass der Nahe Osten instabiler denn je ist. Wir wissen, dass da auch die Inszenierung oder wenn man der Inszenierung glaubt, dass da die Spannung zwischen Taiwan und China massiv zunehmen und damit auch eben mit den USA und letztendlich die NATO auch drin steckt. So, glauben wir der Veranstaltung, dann müssen wir schon konstatieren, dass, sagen wir mal, die Welt mehr und mehr instabiler wird und an allen möglichen Fronten Kriegsfronten angeheizt werden. So, was könnte der Sinn sein eines Krieges, wenn wir eh davon ausgehen,
dass in naher Zukunft sowieso ein globaler Reset kommt, der kosmisch induziert ist. So, und die Logik, die dahinter ist, die ist nicht unbedingt menschlich, die ist im besten Sinne militärisch, ja, wo ein kalter Geist darüber bestimmt, was harte, konsequente, aber notwendige Schritte sind, um sicherzustellen, dass ein Reset smooth abläuft. Und das Problem ist, sind Menschen, es sind zu viele Menschen. Man kann nur einen gewissen Teil wirklich retten, der Rest ist auf sich allein gestellt. Und wenn man dann eine Gesellschaft wieder neu aufbauen möchte, sind zu viele hungrige, wild herumirrende, nicht kontrollierbare Menschen ein Riesenproblem, weil die wahrscheinlich auch gerne angesichts ihres Mangels natürlich auch gerne was aus den Bunkern hätten, was dort eingelagert ist. Um aber die Farm, du bist ja mal Schafsfarmer gewesen, ja? Ja, so, ich erkläre es mal aus der Logik eines Schafsfarmers. Okay, stell dir vor, du lebst auf einer Insel, kannst da nicht weg mit deinen Schafen, du hast ja deine Schafe, du liebst deine Schafe, ey, die geben dir deine Identifikation als Schafsfarmer und die geben dir auch dein Geld und ab und zu schmeißen noch ein bisschen Fleisch ab für den Grill und was weiß ich nicht alles. Okay, du hast ja nichts persönlich gegen diese Schafe. Aber du weißt aufgrund von Wetterberichten oder wie auch immer, dass in naher Zukunft eine große Dürre kommt. Und diese Dürre kommt erstmal so, dass Flutwellen über deine Insel schlagen und erstmal ein paar Schafe wegspülen. Und dann kommt erstmal die große Dürre. Es gibt kein Trinkwasser, kein Futter für die Schafe. Okay. Das ist das Szenario. Was machst du? Du sagst ja, okay, ich nehme meine Premium-Schafe und buddel die ein. Ja, baue mir einen kleinen Bunker. Kannst du natürlich keinen Bunker für deine 2000 Schafe buddeln, aber vielleicht für 20, für deine Premium-Schafe, deine besten Böcke. Okay? Und du lagerst genug Nahrungsmittel ein, dass du die auch erstmal über ein Jahr lang füttern kannst, bevor du es schaffst, die Farm wieder aufzubauen, dass sie aus eigener Kraft laufen kann. Ja, so, und jetzt kommt die große Flut und danach die große Dürre. Da laufen aber immer noch irgendwie 200 Schafe rauf, die extrem hungrig sind und wahrscheinlich noch wehrfähig, weil sie sich mittlerweile mit ein paar von deinen Schafshunden sozusagen zusammengetan haben. Und die wollen auch alle was von deinem Zeug haben. Also macht es schon Sinn, im Vorfeld schon mal die Herde so ein bisschen zu reduzieren. Ja, damit du der Aufbau kontrolliert stattfindet. Also nicht noch mit einem Haufen Schäferhunden und einem Haufen Schafe, die alle extrem verzweifelt sind, die auch gerne was von deinen eingelagerten, wo du aber nicht viel rausgeben kannst, weil die Schafsfarm muss sich ja erst aus eigenen Kräften wieder. Also aus dieser Logik heraus, die sehr militärisch ist, ja, nicht sehr menschlich, ja, aber die letztendlich aus einer rein kalten Logik heraus notwendig ist, macht es Sinn, vorher die Massen zu dezimieren. So, und das kann man natürlich durch gewisse Dinge, die man initiiert, die man sogar von außen durch Frequenzen steuern kann, durch Nanotechnologie, wann sie aktiv werden. Das kann man natürlich aber auch am besten durch einen globalen Krieg machen, der natürlich kein atomarer Krieg werden soll. Nein. Nein, es soll nur ein konventionelles Gemetzel werden, wo auch vor allem sich die Militärs, die braucht man zwar jetzt noch, aber die braucht man danach nicht mehr, weil zurückgelassenes Militär natürlich die größte Gefahr wäre, die meine Neuordnung, die ich aufbauen möchte, die sozusagen aus den Dumps wie kleine, ja, das ist sozusagen wie ein Samen, aus dem sozusagen die neuen Smart Cities wachsen sollen. Da möchte ich keine Faktoren haben, die vielleicht eine andere Vorstellung einer neuen Ordnung haben. So, und das ist jetzt sehr grob zusammengefasst und klingt sehr Science-Fiction-mäßig, aber im Buch und in meinen Vorträgen habe ich das natürlich noch expliziter ausgeführt, wo da die Logik sieht und wo letztendlich die Indizien sind, wo ich A, Whistleblower-Aussagen nehme. Muss man mit Vorsicht gestalten, gerade mit Q und was da nicht alles für Whistleblower da draußen existieren. Aber ich nehme Whistleblower, die schon sehr alt sind, die auch die Pandemie zum Beispiel vorhergesagt haben, wie die anglosächsische Mission. Das war eins der wichtigsten Schlüsselpunkte, wo ich nicht mehr dran vorbeigucken konnte. Dann nehme ich die ganze Prophezeiungskiste. Okay, für den materialistisch linear denkenden Menschen ist Prophezeiung schwierig zu akzeptieren. Aber da wird immer von einem großen globalen Krieg gesprochen, der
unterbrochen wird durch kosmische Ereignisse. Ja, also diese Veränderungen, die ich hier noch nicht mal angesprochen habe. Und dann gibt es gewisse Sachen, die sich als Tendenz genau korrelieren mit diesen beiden Dingen. Und spätestens, wenn sie also Trends und Entwicklungen mit Prophezeiungen und Whistleblower-Aussagen, wenn das alles irgendwie eine kohärente Bild ergibt, dann müssen wir darüber diskutieren. Und wenn da Logik, ja, natürlich kann ich das größere Bild hier nur in Teilaspekten ausführen, aber wenn Logik und all diese Faktoren da ein gewisses klares Bild ergeben, dann sollten wir darüber diskutieren. Und dann sollten wir auch darüber diskutieren, ob es nicht eine übergeordnete Agenda gibt, so wie ich das versuche hier gerade zu skizzieren, die sich natürlich versteckt hinter Inkompetenz und diesen Figuren, die wir auf der Weltbühne natürlich die am lautesten schreien. Aber das, ich kann nur noch mal warnen. Also das, wenn wir Puppentheater gucken, da ist der Kaspar. Der Kaspar ist nicht der hellste Typ, okay? Und der Gegenspieler von Kaspar, das Krokodil, der ist vielleicht ein bisschen cleverer, aber die werden beide von derselben Intelligenz gesteuert. Und wir sehen nur dieses Bühnenbild. Wir sollten uns die Frage stellen, was ist die Intention des Regisseurs im Hintergrund? Wenn man das ernst nimmt, dann müsste man ja auch für sich und seine Leben Vorkehrungen treffen. Gehst du darauf auch ein in dem Buch oder ist das eine Konsequenz, die sich durchs Lesen des Buches automatisch für jeden dann ergibt? Also der erste Schritt ist erstmal, ich denke, dass viele Menschen erstmal eine Antwort suchen, dass sie intuitiv spüren, dass irgendwas, dass auch die Phänomene, die wir sehen, die Auffälligkeiten auf der Weltbühne, dass sie gut und schön sind, aber dass man, dass da doch irgendwas in uns nagt, das sagt, das ist hier nicht nur alles Human Drama, sondern da gibt es vielleicht einen tieferen Sinn oder eine tiefere Agenda, die dahinter steckt. So, und erst wenn wir da eine gewisse Befriedigung haben, dann kommt es vielleicht so, dass wir uns tatsächlich die Frage stellen, okay, jetzt verstehe ich, warum das passiert. Und ich nehme das zu einem gewissen Prozentsatz ernst. Ist dieser Prozentsatz ein Schwellenwert, wo ich sage, ich agiere danach? So, und als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da war ich noch nicht so weit, das so öffentlich unbedingt an die Wand zu hängen. Aber ich habe dir gesagt, die Idee, nach Neuseeland zurückzugehen, ist vielleicht nicht so eine schlechte. Weil ich sehe, dass viele reiche Menschen sich nach Neuseeland zurückziehen, aufgrund von, weil es natürlich auch Menschen, die sich damit beschäftigen, jetzt in der Neuzeit, Suspicious Observers oder da gibt es verschiedene Leute, lass mich noch ein paar Name-Dropping machen. Da ist Archaics, Jason Brashear, dann gibt es noch, oh Gott, wie heißt er? Whatever. Da gibt es verschiedene aktuelle Leute, die sich allein mit den geophysikalischen Phänomenen beschäftigen und die ganz klar versuchen, das wissenschaftlich herzuleiten oder aus antiken Schriften, je nachdem. Diese Zyklen und was die Zyklen in der Vergangenheit getan haben und auf was wir uns in der Zukunft einstellen müssen, genauso was mögliche Szenarien sind, was dort in diesem Prozess alles passiert. Aber Und da gibt es. es können jetzt nicht alle Leute nach Neuseeland auswandern. Also Nö. was würdest du jetzt zum Beispiel den Europäern empfehlen oder denjenigen, die die Phönix-Hypothese gelesen haben und jetzt sagen, wow, was sind jetzt die nächsten Schritte, die praktischen Schritte, die ich für mein Leben unternehmen kann, um vielleicht den Effekt dieser ganzen Sache abzumildern, zumindest für mich und meine Umgebung? Ich persönlich tue das, was ich tun kann. Ich denke, es ist auch unabhängig von der Phoenix-Hypothese okay ist, wenn man irgendwie für 2 Monate Vorräte hat, wenn man ein paar Basic Gadgets hat, mit denen man so eine Art Survival Gear, also so Überlebensequipment hat, wo man eben auch mal ein Feuer machen kann, dass man weiß, wie man Wasser filtert und so weiter und so fort. So Basics. Wie weit das jeder für sich als sinnvoll erachtet. Wie extrem da jeder Einzelne wird, da kann ich keine Vorschriften machen. Ja? Oder ich versuche Mittelmaß zu halten.
Ich mache ein paar Dinge, wodurch ich das Gefühl habe, nicht komplett mit runtergelassener Hose dazustehen, falls jetzt hier irgendetwas. Und ich denke, dass auch im Vorfeld, bevor es zum großen Knall kommt, noch einige künstliche Krisen geschaffen werden, um das Kollektiv in eine gewisse Richtung zu nudgen, was als Vorbereitung gilt. Ohne da Wieso jetzt in. heißt das Buch eigentlich die Phönix-Hypothese? Weil dieser Zyklus, von dem wir hier reden, der ist schon in der Antike bekannt. Und in der Antike wurde der immer mit dem Phönix assoziiert. Weil der Phönix ja auch letztlich aus der Asche kommt und wieder mal eine neue Welt schafft. Und wenn man sich damit beschäftigt, dass da irgendeine Hochkultur, die etwas gebaut hat, was wir die große Pyramide nennen, wo nicht eine Hieroglyphe drinnen zu finden ist, ja, da ist ja nichts reingeschrieben, ja, aber allein durch wie es dasteht, und wie es geometrisch gestaltet ist, da ganz klar eine mathematische Aussage getroffen wird. Und das ist allein, das ist faszinierend. Die Erklärung ist nur, welche Hochkultur, und das war auch nicht Cheops, die große Pyramide gebaut hat, die wussten um diesen Zyklus und die haben das Ding dahingestellt, bombensicher, dass nachfolgende Hochkulturen, die ein gewisses mathematisches Verständnis haben, aus dieser Pyramide, egal welche Sprache sie sprechen oder welche Zeichen sie verwenden, daraus ablesen können, wie diese Welt funktioniert und dass sie eben durch diese zyklischen Transformationsschritte durchgeht. Aber Was war denn deine persönliche Motivation, das Buch zu schreiben? wie gesagt, die Krise 2020 war Momentum, über alles nochmal nachzudenken. Auch die Modelle, die man sich von der Welt bereits gemacht hat und was das System ist oder was Regierung oder was da eigentlich im größeren Ganzen gespielt wird, seit man, sagen wir mal, angefangen hat, das zu hinterfragen. Bei mir war das der 11. September. Also, 11. September habe ich auch erstmal noch so geschluckt mit einem komischen Gefühl, aber dann, sagen wir mal, 2002 war mir irgendwann klar, dass hier eigentlich ein großes Bühnenstück stattgefunden hat und, mit den Jahren kamen dann immer wieder neue Ereignisse, wo ich gemerkt habe, okay, da ist ein übergeordnetes System, nicht demokratisches, wie auch immer, was gewisse Manipulationen in dem kollektiven Geschehen macht. Und 2020 hat das nochmal massiv unterstrichen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch 4 Tagesfreizeit in Mexiko, um nochmal alle Dinge nochmal zu recherchieren und mehr und mehr auch alte Sachen nochmal vorzunehmen, die ich mittlerweile fast vergessen hatte, die aber irgendwie in den Kontext reingespielt haben. Da zeigte sich mir dieses Bild. Und ich konnte es nicht mehr ignorieren. Und ich habe auch versucht, andere Narrative und andere Erklärmodelle, populäre, die im Angebot der alternativen Medien da so rumfluktuierten, anzunehmen, um von meinem eigenen Bild, was ich mir da gezeigt hatte, immer weiter wegzukommen, to no avail. Es fand sich nichts. So. Und dann stand ich jetzt da und irgendwie hatte ich immer gehofft, dass irgendwer doch ähnliche Dinge sieht und vielleicht auch das einfache Bedürfnis des Menschen auf Bestätigung, dass er glaubt, nicht selber verrückt geworden zu sein. Weil er etwas sieht, was offensichtlich kein anderer sieht. Oder nur weniger. Und dann, Gott sei Dank, in gewissen Foren wiesen mich dann Leute hin, dass das, wo ich da, in welche Richtung ich da denke oder welche Zusammenhänge ich da erkenne, dass da bereits andere Leute an gewissen Eckpunkten bereits schon die Arbeit viel weitergeführt haben, als ich mir das hätte träumen lassen können. Aber dass das Gesamtbild in sich schlüssig war. Und dass es im internationalen Kontext gibt es da jede Menge, da bin ich jetzt hier niemand, der das Rad hier neu erfunden hat. Aber im Kontext des deutschen Alternativmedien, da suchte ich bis weiterhin, dass da mal einer das aufnimmt und dann kam einfach, es ist okay, ich muss das jetzt selber einmal raushauen und jetzt mal als provokativen Ball mit ins Spiel geben. Und bitte, ich freue mich, wenn einer kommt. Mensch, Christian, da hast du dich aber, das hast du ja schön konstruiert in deinem Kopf, aber an den und den und den Argumentationspunkten, die du hier anführst, das ist nicht haltbar aus den und den und den Gründen. Oder die sagen, hey, ich habe mir das auch alles angeguckt. Für mich hat sich auch erst dieses Bild ergeben, aber dann habe ich noch dieses Puzzleteil und jenes Puzzleteil dazu genommen und auf einmal änderte sich das Ganze nochmal um 180 Grad.
Irgend auf sowas habe ich gehofft. Nur, also es kam bei mir noch kein Argument an, was darüber hinaus. Also meistens ist es so, dass Leute tatsächlich dankbar sind und sagen, danke, ich habe das auch schon so gesehen. Mir hat nur dieses und jenes Puzzleteil fehlt, um das zusammenzuführen. Oder ich bin dankbar dafür, dass ich endlich verstehe, warum gewisse Dinge im Äußeren so stattfinden. Und das ist bisher die beste Erklärung, die ich gefunden habe. Aber es kam bisher noch nie einer an, der gesagt hat, glaube ich nicht, weil, sondern nur glaube ich nicht, weil es widerspricht meinen momentanen Paradigma oder meinen Glaubenssätzen. Aber der nie gesagt hat, hey, diese Argumentationsstrecke, die du da hinlegst, da kann ich mehrere Punkte rausnehmen und die kann ich auflösen durch das und das Argument. Das gab es bisher noch nicht. Und ich wäre nicht traurig drum, ich will letztendlich auch eine offene Diskussion anregen. Die Leute sollen sich das anschauen und sagen, okay, wenn einer weiß, wo ich da falsch abgebogen bin, dann bin ich da offen für einen Diskurs. Ja, und falls ich zumindest in Teilen recht haben sollte, dann sollten wir uns doch kollektiv, die wissen möchten, weil es will ja nicht jeder möchte wissen. Ja, manche fühlen sich sehr komfortabel in dem aktuellen Paradigma, in dem sie leben. Ja, der Trump, wenn der erstmal wieder gewählt ist, dann wird alles wieder gut. Opium, ja, ist eine harte Droge. Ja, dann soll er das machen. Aber letztendlich, wenn man es ernst nimmt, dann muss man natürlich auch gewisse Konsequenzen daraus ziehen. Und dann muss man sich vielleicht auch mit denen, die willig sind, das zu erkennen, vielleicht auch kurz schließen und genauso wie ich es den Höheren vorwerfe, dass sie sich da konspirieren, um sich eine Lösung zu konstruieren, wie ihre neue Weltordnung denn ja, auf einem neuen, sauberen Tisch aufgedeckt werden soll. Es sollte sich vielleicht auch der ganz normale Durchschnittsbürger vielleicht Gedanken machen, ob er da nicht mit gewissen Leuten konspiriert, um für sich eine Lösung zu finden, wie er durch gewisse transformative Prozesse hindurchgeht. Okay, vielen Dank. Christian Köhlert, Die Phönix-Hypothese, ein Buch, was auf jeden Fall zum Nachdenken anregt, was einen motivieren kann, die alltäglichen Dinge mit die alltäglichen Wahrnehmungen auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, sich ein bisschen herauszuheben aus den üblichen Narrativen und vor allen Dingen, was mir sehr gut gefällt, ergebnisoffen. Also eine Einladung an alle, die dem was hinzuzufügen haben oder kritisieren wollen, dass du da offen bist und auch vor allen Dingen diesen Prozess weiterführst, offensichtlich der Interpretation unserer Welt, so wie sie sich uns darstellt. Vielen Dank erstmal fürs Interview Gerne. und ja, viel Glück mit dem Buch. Dankeschön. Alles klar. Ciao. Ciao.